Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von den Frakta und ich bin in Atomphishing 2. Fragt mich nicht. Fragt mich einfach nicht. Fragt mich das nachher, wenn wir das Video, also wenn wir das Spiel hier eine Zeit lang gespielt haben und wir nähern uns dem Ende des Videos, dann erzähle ich euch was. Im Moment weiß ich bloß, es kostet nichts. Man findet es auf Steam. Es ist standardmäßig auf Russisch eingestellt, ist aber mittlerweile, wie man sieht, durch Spiele, eine französische, eine englische, eine polnische Übersetzung verfügbar. Wir schauen einfach mal, was das überhaupt für ein Spiel sein soll. Es ist wieder mit der Unity gemacht, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich recht hübsche Landschaften zu sehen bekommen. Über die Modelle müssen wir dann noch abwarten. Was mir aufgefallen ist, das ist jetzt mein zweiter Versuch, das Spiel zu starten. Beim ersten Versuch hat sich das Spiel mal prompt aufgehängt. Es ist dermaßen brachial abgestürzt, dass ich den Computer neu starten musste. Das ist natürlich auch eine Leistung. Mhm. Der geht eigentlich klar vom Modell her, der Typ. Ja, ist mir jetzt alles wurscht. Okay. Ja, ist wohl, wie sieht die Frau aus? Egal. Ich weiß ja. Okay, ist das vielleicht ein Shooter? Ist das so ein Überlebens-Survival-Spiel? Hm. Ah, okay, ihn hat Monty gestört. Das gab es wahrscheinlich schon. Okay. Da bin ich mal gespannt. Atom. Okay, das ist mein Leben. Okay, es ist nicht kostenlos, es ist free to play. Okay. Es ist nicht komplett übersetzt. Ich weiß ja nicht genau, was ich hier gerade einstelle. Okay, man steuert mit WASD, Kamera drehen, rechte Maustaste gedrückt haben. Okay, die Steuerung ist so ganz klassisch wie bei einem Shooter. Also es scheint tatsächlich irgendwie um Fische zu gehen, also. Man kann da scheinbar an den Werkbänken irgendwie craften. Hm. Hat was von so postapokalyptisch Fallout irgendwas für die Atmosphäre? Das oder ist es vielleicht normal in Russland? Ich weiß nicht genau. Okay, man kann rennen. Aha.
Ja, was auch immer. Wahrscheinlich wollte mir das Spiel sagen, du hast gar keinen Fisch zu verkaufen. Das scheint aber als MMO scheinbar gedacht zu sein. Okay, das scheint so eine Art Quest-Dings zu sein. Okay, da kann man scheinbar Köder kaufen. Und da wahrscheinlich Angelruten. Okay, wir haben hier eine Karte. Okay, also es scheint tatsächlich irgendwas Postatomares zu sein, wenn ich hier den Text so richtig verstehe und das, oder wie gesagt, das scheint in manchen Gegenden Russlands vielleicht auch normal zu sein. Also, wenn ich das richtig verstehe, was ich bis jetzt so gesehen habe, dann scheinen wir irgendwie so eine Art MMO zu haben, das so ein bisschen, also das so postatomar ist. Und die Überlebenden ernähren sich von mutierten Fisch aus diesen zwei Tümpeln. Falls ich das richtig verstehe. Also wie gesagt, das weiß ich nicht. Ich frage mich halt bloß, warum ich nirgendwo hin kann. Also es steht da, mein Level ist zu niedrig, ich habe nicht genug Geld und ich habe nicht genug Vorräte. Okay, ich habe eine Walnussrute. Ich habe Faden. Ja. Aha, ich habe ein bisschen Köder. Ich habe einen Haken. Aha. Aber wie komme ich denn an Geld und an Supplies, wenn ich noch nicht mal loszockeln kann? Also, ich habe auch so ein bisschen ein Problem, ich kann halt kein Russisch. Beziehungsweise ich kann kein Russisch, kein Kyrillisch lesen. Wenn ich kann ein paar Brocken, wenn jemand auf Russisch redet, verstehe ich ein paar Brocken. Aber ich kann es halt nicht lesen. Und das ist halt in dem Spiel halt, es macht es halt ein wenig leichter. Die Übersetzung, die da gemacht wurde, ist halt nur so teilweise vorhanden. Okay, wir können Quests entgegennehmen vom Doktor. Ah, okay, so komme ich da irgendwo hin. Oder auch. Okay.
Bad day on fishing is better than good day. Okay. Ja, das sieht aber ganz gut aus. Also, sowas kann die Unity. So mit Wasser und Himmel und Landschaft, so Bäume und so Wasserreflexionen, so Sachen. Das ist ganz gut. Okay, das scheinen andere Spiele zu sein. Okay, hier geht es irgendwie nicht weiter. Ah, doch. Nee, tut's nicht. Was das ist, weiß ich jetzt nicht. Irgendwas pflück ich da scheinbar. Okay, ich habe mir einen Köder genommen. Okay. Okay, ich kann auch die Ego-Perspektive wechseln. Ah, okay. Ich soll echt angeln. In diesem Spiel geht es tatsächlich ums Angeln. Nach einem Fallout. Ist das geil. Ist das bekloppt. Und das machen die als echten russische Entwickler so lustig. Gut, klar, Angelspiele und sowas, das kennen wir aus diversen asiatischen MMORPGs. Aber ein Spiel, dessen Kernkonzept tatsächlich das MMO-Angeln ist, das ist neu, das finde ich geil. So ganz verstehe ich den ganzen Kram hier nicht, für was das alles gut sein soll, aber. Ich glaube, da beißt was an, da, oder? Tatsächlich, ich habe einen Molch gefangen. Großartig. Schön. Klar, kann man auch essen. Klar, warum nicht? Ich denke mir, klar, wenn die Leute in einem Computerspiel Mutantenfische und Molche angeln können, besser als wenn sie in Realität angeln gehen. Und irgendwelche Kackamateure, irgendwelchen armen Fischen, die Kiemen und den Körper zerreißen mit ihrer Hake und unprofessionell dran rumgemurkse. Also irgendwie ist der Köder nicht richtig ins Wasser gekommen, als sie hier mein Dings.
Da hat was angebissen. Was war das denn jetzt? Ach, der Fisch ist entkommen. Mit meinem Köder? Verdammt. Na, ich gönn's ihm. Vielleicht sollte ich einen anderen Köder verwenden. Nein, nein. Wir probieren es mal mit Brot. Wobei man mit Brot vermutlich hauptsächlich so Weißfische wie Karpfen fangen wird, oder? Wobei, bei mutierten Fischen, wer weiß, was das für Apparate sind. Wenn ihr, selbst heutzutage sind nicht mutierte Karpfen, so richtig große Spiegelkarpfen und so, das sind so schon Apparate. Unglaublich. Also das in Factor Games Archiv, es beeindruckt mich jedes Mal wieder, was ich für Spiele entdecke und die ich dann tatsächlich spiele. Ich sitze hier vor meinem Computer und angel. Ja gut, warum nicht? Ja, ich habe schon ganz andere Spiele gespielt, aber trotzdem, so ein bisschen fertig macht mich das schon. Und ich verstehe immer nicht so ganz, was diese ganzen Balken hier sind. Gut, das wurde uns angezeigt, das ist Leben. Wobei ich jetzt nicht ganz check, gibt es hier Riesenhechte, die fressen mich oder was? Werde ich da reingezogen in den Teich? Das VIP würde ich sagen, vielleicht so Premium-Mitgliedschaft, irgendwie sowas, Premium-Account. Was immer das auch bringen mag. Ja. Ich konnte mich ja noch nie fürs Angeln begeistern. Mir ist das zu langweilig. Wenn ich halt einfach irgendwo an einem See chillen will und Buch lesen oder vor mich hin dösen in der Sonne, kann ich das machen, auch ohne eine Angelrute mit mir rumzuschleppen. Jetzt ist irgendwie der Sound weg. Irgendwie, es wird wohl dunkel, hm?
kommen die mutierten Stechmücken. Also ich habe so meine Zweifel über das Angeln mit Brot. Oh, Mensch, Katze. Oh, mich hat meine Katze gerade gekratzt. Was ist das denn? Hallo, ich dachte, wir sind nach der Apokalypse hier der Atomaren. Da sollte ich doch irgendwelche dreieugigen Monster da rausziehen. Ja, ist noch, nehmen wir mit. Warum nicht? Ja, jetzt gehen wir mal zurück. Jetzt checken wir das mal aus. Du da, gib mir mal Knete für meine großartigen. Fänge. Aha. Naja, reich wird mal über so nicht. Hm. Okay, Freunde der Nacht, ich würde sagen, es reicht erstmal. Ich finde die Idee extrem lustig und ich sehe da tatsächlich sogar Potenzial, weil wenn sie das noch ausbauen, so was extrem lustige Fischarten so mutiert und so angeht und die Landschaft entsprechend gestalten und so, dann noch ein bisschen was dran machen. Warum nicht? Ja, wie gesagt, in asiatischen MMORPGs ist das eins der beliebtesten Features, Angeln, warum auch immer. Und klar, kann man auch mal ein Spiel drum machen. Es ist auf jeden Fall so ein Free-to-Play-Spiel. Ich würde sagen, wir warten das mal noch ein bisschen ab. Ja? So als erstes Video war das jetzt auf jeden Fall schon mal interessant. Ja, sowas habe ich nicht alle Tage vor mir. Und ich würde sagen, wir schauen hier noch mal rein. Wir behalten das mal im Hinterkopf. Oder von mir aus erinnert mich auch einfach bei Gelegenheit mal daran. Und dann schauen wir wieder rein. Einfach mal in der Hoffnung auch, dass noch das Spiel noch weiter übersetzt wird. Es ist so wirklich nicht ganz einfach, weil schon sehr vieles noch auf Russisch eben nur ist. Und nicht ganz verständlich ist, wie, was, warum, weshalb, wieso. Ja? Und wenn das mal weiter noch übersetzt ist, noch ein bisschen ausgebaut, kann ich mir vorstellen, dass das ganz ulkig ist. Dann komme ich auch sehr gerne wieder her. Jetzt muss uns das erstmal genügen. So als erstes, aha, das gibt's also auch. Und damit würde ich sagen, macht's gut, bis bald. Ich wünsche euch was. Tschüss.